Einen schönen guten Abend, meine Lieben. Es ist Sonntag, es ist 20 Uhr und das heißt, wir befinden uns wieder hier bei Ich am Weg, Wandern mit Peter. Wir reagieren auf Touren von diversen Wanderern, die wir auch heute wieder sehen. Auch heute machen wir am Anfang wieder einen kleinen Toncheck, aber ich glaube, mittlerweile hat sich das ja schon super eingespielt. Auch einmal ein großes Hallo an den Chat. Schön, dass ihr auch schon wieder da seid. Tee und Keks habe ich schon bereit, sagt der Radlwadl. Ja. Kurze Frage an den Chat. Ist der Ton in Ordnung? Hört man mich gut? Sollte ja eigentlich passen. Schauen wir gleich, was ihr zu berichten habt. Aber wie gesagt, das sollte eigentlich schon gehen. Ansonsten muss ich ein bisschen lauter drehen. Könnt ihr etwas lauter sein? Na gut, dann machen wir das. So. Jetzt schauen wir mal, wie es jetzt ist. Jetzt müsste es, glaube ich, besser sein, oder? Schlägt jetzt besser an. Können wir noch ein bisschen lauter machen. So. Okay, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel. Und der Ton. Ja, ist immer noch eine Seite. Ich weiß. Ist mit dem Studio-Mic ein bisschen schwierig, weil ich kann hier irgendwie nicht so auf Stereo umschalten. So ist super. Super passt. Der Kreuzritter. Ja, also mal Hallo an euch alle und im Chat geht es ja schon wieder zu. Wundervolle Wanderwelten, Saschas Wanderblog, Christian Sommer ist da, Radlwadl haben wir schon eingangs gehabt, Visit Nice Places, die Christiane ist wieder da, Christiane Jungbeck, Co-Out, Sascha, Kreuzritter, Flatter ist auch wieder da. Ja, meine Lieben, eine Woche ist ja wieder schnell um und wir nähern uns mit großen Schritten der Weihnachtszeit. Und jetzt werde ich euch gleich wieder mal fragen, ihr habt ja sicher auch einiges wieder erlebt in der Woche, wie es bei euch so war. Ihr könnt es gerne kurz mal in den Chat schreiben, wenn ihr möchtet. Kurze Zusammenfassung, was ihr gemacht habt. Es würde mich jetzt auch interessieren. Bei manchen sehe ich es ja eh, ihr seid ja auch immer sehr, sehr fleißig am Start. Also, wie war eure Woche? Vom Wetter her war es ja so, also bei uns zumindest mal so, aber das ist halt dementsprechend auch der Winter. Und Sascha schreibt gestern joggen, heute on Tour. Habe ich gesehen, Sascha. Sehr, sehr toll. Auch an der Stelle schaut es beim Sascha vorbei. Er hat jetzt ein neues Projekt laufen. Er möchte sich wieder ein bisschen mehr in Form bringen, indem er jetzt da auch laufen geht. Und ich finde das super, als jemand, der ja selber einen Laufsport betreibt, werde ich das sicherlich auch mitverfolgen, welche Fortschritte er da macht. Ja, außerdem kann das nie schaden, sage ich jetzt einmal, gesundheitlich. Danke dir, schreibt er. Ja, keine Ursache. Sehr, sehr gern. Ja, was kann ich zu meiner Woche sagen? Das war jetzt, war super. War im Wilden Kaiser, gibt ein Video davon, schaut's mal vorbei. Das werden wir sicherlich tun, Wilder Kaiser. Das ist sicher. Das ist es sicher wert, vorbeizuschauen. Das ist super tolles Gebiet. Der Flatter schreibt: Ich habe diese Woche meinen Videoschnittplatz umgestaltet. Bin leider Fußmarsch der Zeit. Aha. Woche. Okay, ja, also. So. Christian Sommer, ich war Schneeschuh wandern. Fußmarott, ja, sowas ähnliches habe ich mir eh gedacht. Christian Sommer, ich war Schneeschuh wandern. Super tolle Sache. Christiane, hab die 14. Etappe des Rheinsteigs geschnitten. Auch eine super Sache. Ja, jetzt ist auch diese besinnliche Zeit, wo man sich auch einmal zurücklehnen darf und einmal zurückschauen kann, was man eigentlich so alles erlebt hat. Mir steht das ja auch bevor, denn ich werde ja dann eben zwischen Weihnachten und Silvester dann anfangen, eben auch meinen Jahresrückblick, also meine Top 10, dieses Video zu produzieren und das wird sicherlich auch super. Co-Out, habe mein kleines Kochstudio im Wald aufgemacht. Ja, du bist auch voll mitten dabei. Das ist natürlich auch eine super Sache. Und ich sehe das jetzt auch, das ist jetzt auch irgendwie so trendy geworden. Also Outdoor jetzt auch ein bisschen so, ja. Tipps und Tricks, wie man halt eben kochen kann. Meine persönliche Woche war jetzt nicht so spannend. Ich habe diesmal an diesem Wochenende auch keine Tour gemacht,
Es bietet sich auch nicht immer an, es ist auch das Wetter nicht immer optimal und manchmal passt es mir auch nicht in meinen Trainingsplan. Aber ich habe da jetzt auch nicht so eine Motorik dahinter, dass ich jetzt per se jede Woche ein Video droppen muss, sondern wenn es passt, gehe ich raus und mache ich das sehr gerne und manchmal passt es halt nicht. Kann passieren und gibt sicherlich später auch wieder genügend Content. Was steht uns noch ins Haus? Ja, vielleicht reden wir gleich mal kurz über nächste Woche. Ich habe ja beim letzten Stream schon angekündigt, dass wir nächste Woche so eine kleine Plauderstunde machen, also dass wir jetzt nicht hergehen und auf Touren reagieren, sondern dass wir uns hier treffen, vielleicht ein bisschen fachsimpeln über die Weihnachtszeit. Vielleicht haben die einen oder anderen von euch Weihnachtserlebnisse oder Touren im Winter gemacht, über die wir uns unterhalten können. Ich hätte mir auch gedacht, wir machen so eine kleine Q&A. Also wenn jemanden von euch was interessiert zu meiner Person, dann könnt ihr mich da gern fragen. Und ich hätte gesagt, wir machen uns da so eine schöne Stunde. Ich werde mir auch da was Nettes einfallen lassen, zwecks Weihnachtsstimmung, sage ich jetzt einmal. Und ich glaube, ich habe ja letztes Mal schon gefragt, ob ihr da Lust drauf hättet. Und die meisten von euch haben gesagt, ja, lass uns das machen. Ich denke auch, dass wir so quasi vor Weihnachten und vor dem Jahreswechsel, dass wir da zusammenkommen und einmal nett plaudern. Schauen wir mal, vielleicht kann ich hier nebenbei ein paar Sachen einblenden, was ihr gemacht habt. Schauen wir einfach gemeinsam und machen wir unsere super Zeit. Trinkt mal einen Tee, nascht mal ein paar Lebkuchen. Das passt doch sicherlich super. Denn ich werde dann eben, wie gesagt, von den Tour-Reactions auch dann eine kleine Pause machen. Das heißt, ich komme dann definitiv, ich glaube, das ist der 7. Jänner. Am 7. Jänner geht es dann wieder gewohnt los. Aber ich denke mal, so über die Weihnachts- und Silvester- und Feiertagszeit haben wir alle miteinander ohnehin auch jetzt nicht so die Zeit oder sind mit unseren Liebsten unterwegs und das ist klar. Und ich werde mir auch eine kleine Pause gönnen. Dann ist mir in der Woche auch noch etwas Feines passiert. Es gibt bei uns in Österreich und ich schätze mal, meine Zuschauer aus dem Land werden es wissen, gibt es so eine Organisation, die nennt sich Mit der Bahn zum Berg. Da gibt es auch eine eigene Webseite und ich werde das auch später sicherlich auch nochmal ansprechen. Das ist eine Organisation, wo es nicht nur darum geht, Berichte zu Touren zu schreiben, also halt, dass man rausfährt, eine Tour macht, dann Fotos macht dementsprechend. Da geht es auch darum, sozusagen, wie man quasi mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu diesen Touren anreisen kann. Im Übrigen ist diese Organisation auch im deutschen Bereich tätig. Zwar nicht überall, aber ihr könnt es gerne mal drauf schauen und ich werde es dann später auch noch einblenden. Es geht nur darum, man ist da auf mich zugekommen, dankenderweise, und hat mich gefragt, ob ich da nicht auch mitmachen möchte. Und das habe ich eigentlich per se nichts dagegen, denn ich schreibe meine Berichte auch und ich finde, das ist eine tolle Sache. Ich selbst bin kein Autofahrer. Also ich habe auch keinen Führerschein. Das heißt, bei mir ist auch so, dass ich alle meine Touren, die ich mache, auch mit dem Zug oder mit dem Bus bewältige. Und da sehe ich jetzt per se überhaupt kein Problem, mich da einzugliedern. Ich gebe auch gerne meine Informationen weiter, wie ich zu meinen jeweiligen Touren anreise. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache. Und da wird es dann auch demnächst mehr dazu geben. Ja, das heißt, die Sachen haben wir soweit abgehandelt. Das heißt, wir kommen zum eigentlichen, warum wir dieses Format hier haben. Wir reagieren auf Touren. Und heute haben wir auch wieder drei tolle Blogger. Und ich denke mal, die meisten von denen werdet ihr sicherlich auch schon mal gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz hat jeder hier die Möglichkeit dabei zu sein, was natürlich eine super tolle Sache ist. Und wir beginnen gleich mit dem ersten Gast. Und da werden wahrscheinlich die ersten von euch gleich aufspringen und sagen, ja, ist das na der, denn es ist hier der Typ auf der Couch. Und wenn ich es richtig recherchiert habe, dann ist das der Dominik, der beschlossen hat, sein tristes Leben auf der Couch hinter sich zu lassen und diesbezüglich hinaus in die Welt zu ziehen. Und der ist schon ein bisschen länger dabei, der hat auch eine sehr ansehbare, kommode Gefolgschaft, muss man sagen, ist auch auf sämtlichen Social Medias vertreten, macht auch wirklich einen super tollen Job. Und mit ihm habe ich letztens auch korrespondiert, ist ein sehr, sehr klasse Typ. Und insofern habe ich ihm auch da gefragt, naja, welche Tour kann ich denn mit reinnehmen ins Programm? Und er hat mir unter anderem diese hier empfohlen, die Rinnenspitze mit 3003 Metern.
am Rinnensee. Ein Kampf gegen die Zeit. Stubai Seven Summits und die Stubaier Alpen. Ne? Das heißt, lehnt euch zurück, holt eure Snacks. Ich kann euch sagen, es wird bergig und wir wissen alle, darauf stehen wir ja voll und ganz. Also, dann fangen wir an. Viel Spaß wünsche ich euch und tschuh, los geht's. Was in diesem Video passiert. Und ich blute. Und Ah, so ganz schnell geht's. brutal. Und man versinkt im Schlamm. Sauberer Schuh? Verschlammter Schuh. Ja, ich würde sagen, das sieht man mal wieder, dass ich heute was geschafft habe. Genau 10 Uhr. Ja, Leute, ganz ehrlich, das ist machbar. Es ist machbar. Ja. Da oben ist die Rinnenspitze. Super Einstieg auf jeden Fall. Meine heutige Tour ist auf 2 Tage angesetzt. Zunächst beginnt meine Reise unten im Stubaital. Genauer genommen starte ich von dem Örtchen Milders. Von dort aus geht es zunächst vorbei an verschiedenen Almen, bis ich dann nach 12 Kilometern die Oberriesalm erreicht habe, was ein erster kleiner Checkpoint darstellt. Ich glaube, heute wird es richtig schön. Noch bin ich nicht auf dem offiziellen Wanderweg, aber wie ihr hier oben sehen könnt, ist da schon ein wunderschöner Wasserfall. Generell die Kulisse, die ist ja mal mega traumhaft. Und wie gesagt, im Moment suche ich noch den Wanderweg, beziehungsweise ich suche nicht, ich weiß, wo er ist, aber es dauert noch eine Weile, bis ich zum eigentlichen Einstieg der Tour komme. Das Wetter ist heute wirklich richtig geil. Ich hoffe, dass es morgen, wenn es dann in Richtung Gipfelbesteigung geht, auch so schön sein wird. Ich werde sehr früh losgehen, aber jetzt genieße ich erstmal den heutigen Tag und die heutige Wanderung, denn das heutige Tagesziel ist die Franz-Senn-Hütte. Ja, das ist schon was Herrliches. Vom Tal zuerst hinauf, auf die Almen, dann weiter, wenn man weiß, man hat so einen Gipfel vor sich. Wer kriegt schon wieder Bergweh? Ja, das ist ein Chat. Ja, auf diese Tretminen muss man auch immer aufpassen. Die liegen nämlich hier reichlich rum. Hab mir jetzt zwischenzeitlich auch mal die Basecap aufgesetzt. Ja, ich habe dran gedacht, dieses Mal schon. Denn vorhin hat die Sonne doch recht heftig runtergebrutzelt. Und ja gut, jetzt ist im Moment gerade eine Wolke davor. Aber die wird schon recht bald wieder hervorkommen. Und dann wird sie wieder knüppeln ohne Ende. Ja, und ich stelle immer wieder fest, und ich bin noch lange nicht da, wo ich hin möchte, dass das Wandern in den Bergen einfach eine ganz andere Nummer ist. Aber ich finde, das macht es auch irgendwie immer wieder aus. Ich glaube, der ist nicht im Chat, zumindest habe ich ihn noch nicht gelesen. Ich denke, naja, wenn der hat ja zu Hause ja dann doch andere Möglichkeiten, wenn er nachher einen Kommentar einblendet, da kann er die Stimme sicher bearbeiten. Also um hier auf die Frage von Radlwadl einzugehen, ich denke mal, dass das so ist. Aber ich muss auch sagen, so vom Schnitt her, es gefällt mir irrsinnig gut. Der Anfang hat mir schon super gefallen. So mit dem Intro und so, das war top. Angenehmes Bachrauschen begleitete mich. Der Weg führte über Wiesen, kleinen Bächen und kurzen Waldpassagen immer weiter in Richtung meines Tagesziels. Vom Bärenbad ging es zunächst nach Seduk, wo man phasenweise einige Blicke auf die Alpiner Berge erhaschen konnte. Zahlreiche Almhütten erinnerten an die einstigen Schweighöfe aus vergangenen Tagen. Schön der Winter auch ist, aber wenn man das sieht, dann möchte man eigentlich, dass es gleich wieder warm wird, dass man auf den Berg Und kann. Hier haben wir einen schönen Range Rover. Huhu. Schickes Ding.
Ja, den braucht man auf jeden Fall hier in den Bergen. Das ständige Wechselspiel von Sonne und Wolken verunsicherte mich zunehmend. Alte Erinnerungen kamen auf. Ja, und pünktlich, wenn es Richtung Gipfel geht, zieht es natürlich wieder zu. Nein. Muss sein, weil eine schöne Aussicht wäre ja auch scheiße. Von dem her, ja. Dennoch bin ich guter Dinge. Fokussiert geht aber es gut immer ab, weiter. Er ist einer von denen, die dann aber auch abbrechen. Das schafft auch nicht jeder. Und das kann dann sehr, sehr ungemütlich werden in den Bergen. Also Respekt auch davor, das gehört dazu. Manchmal passt es und manchmal leider nicht. So schnell kann's gehen. Eben noch dunkle Wolken und plötzlich blauer Himmel und Sonne. Verrückte Bergwelt. Ah, das ist herrlich. Nun wird die Landschaft deutlich alpiner. Drei weitere Kilometer trennen mich dann nur noch von meinem Tagesziel, der Franz-Zenn-Hütte, die auf 2147 Metern liegt. Und ich blute. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ob es ein Stich war oder ob ich wirklich hier hängen geblieben bin, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss es beim Filmen irgendwo passiert sein, weil ich habe jetzt überhaupt nichts gemerkt. Auf einmal denke ich so, hoppla, was geht ab? Ja, und hier geht's jetzt schön weiter. Höher es ging, je schöner wurden die Pfade. Wilde Bäche, Felsgestein und das Donnern eines entfernten Wasserfalls begrüßten mich im Reich der Berge. Und so schnell geht's und man versinkt. Im Schlamm. Sauberer Schuh, verschlammter Schuh. Oh. Hatte ich auch schon, das ist ja, ich würde sagen, da sieht man mal wieder, dass ich heute was geschafft habe. Die Baumgrenze, die habe ich jetzt auch hinter mir gelassen. Vom Terrain wird es jetzt etwas anspruchsvoller. Ha, man merkt es auch, geht ordentlich auf die Pumpe. Aber das macht nichts, es ist alles noch gut machbar. So mag ich es auch am liebsten, also nicht im Schlamm. Ja. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options. Every detail in my head. But it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. Ja, Freunde, das Tagesziel Franz-Zenn-Hütte ist somit erreicht und morgen geht es dann relativ früh los auf die Rinnenspitze bzw. vorher noch zum Rinnensee, wenn das Wetter natürlich mitmacht und mitspielt. In diesem Sinne, bis morgen. Das ist ja auch so das Tolle. Man weiß, man geht rauf auf den Berg, auf eine sehr kommode Höhe und dann wartet so eine Berghütte auf einen und man weiß jetzt, man ist so privilegiert, dass man dort jetzt quasi übernachten darf, dort oben, ja. Also man darf so diese Eindrücke wirklich genießen dort. Wird es ja ziemlich frisch da oben auch. Vielleicht hat er Glück gehabt, er hatte vielleicht eine sternklare Nacht. Da oben gibt es ja sowas wie eine Luft, wie eine Lichtverschmutzung gibt es ja da oben am Berg nicht.
Und da kriege ich auch direkt Lust, ja? 2021 kann ruhig schon kommen. Hallo und herzlich willkommen zu Tag Nummer 2. Ja, heute soll es hoch auf die Rinnenspitze. Allerdings sehen die Wetterprognosen äußerst schlecht aus. Und zwar hat sich das Ganze jetzt nochmal ordentlich verschlechtert. Ja gut, wie ihr seht, im Moment gerade geht's wettertechnisch. Allerdings haben die heute Nachmittag gegen 12, nee, beziehungsweise gegen 14 Uhr Starkregen gebracht. Und auf diesem Terrain, auf nassem Fels, wäre das äußerst bescheuert, da hochzugehen. Und somit habe ich mir jetzt fürs Erste den Rinnensee als Tagesziel ausgesucht und entscheide dann nochmal, ob ich es angehe oder nicht. Es ist ein Kampf gegen die Zeit, definitiv. Das heißt, ich muss heute schnell und zügig voranschreiten. Ich werde ein bisschen weniger filmen. Allerdings wird das nicht zu eurem Nachteil sein. Ich bin zwar verrückt, aber komplett lebensmüde bin ich dann doch nicht. Und in diesem Sinne, großer auf Respekt zu Tag Nummer 2. Sehr vernünftig, sehr, sehr vernünftig. Warum kennt die Sendung bitte anscheinend? Ja, und er ist so nah. Hier oben, das ist die Rinnenspitze. Und ich vermute, dass hier bei diesem Plateau der Rinnensee liegt. Wenn es doch nur bis 3 Uhr, bis 15 Uhr schön wäre. Ja. Die Landschaft hat irgendwie was von Herr der Ringe, sagt der Sascha. Ja, absolut. So, Mordor-Style. Nein, mehr so Neuseeland, gell? Wie gesagt, ich habe mich nicht gespoilert. Ich weiß nicht, ob er den Gipfel erreicht hat. Das kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Das ist auf jeden Fall spannend. Der Rinnensee ist erreicht! Boah! Das ist ja gut. Der Rinnensee ist der höchstgelegenste See der Stubaier Bergseen. Er liegt auf 2648 Metern unterhalb der Rinnenspitze. Ein Bergsee, der aus den letzten Eiszeitgletschern entstand. Geschichten über ihn besagen, er habe heilende Kräfte. Genau 10 Uhr. Ja, Leute, ganz ehrlich, das ist machbar. Es ist machbar. Ja, da oben ist die Rinnenspitze. Come on, let's go. Das ist schon sehr, da muss man aufpassen. Ja, Freunde, mir war es jetzt einfach wichtig, sicher hochzukommen, deshalb hier. Holy moly! Aber Leute, zieht euch dieses Panorama mal rein. Ist das genial? Ja, Christiane, ich so, auch. Jetzt geht's noch diese paar Meter. Juhu! Yes! Kurz
Kurz vor 12 Uhr erreichte ich dann den Gipfel. Von dort aus hatte ich den Blick auf zwei Gletscher. Zu meiner Linken der Alpiner Ferner und rechts der Lüsener Ferner. Ein eindrucksvolles Spektakel. Ja, Flatter, das stimmt. Ich sag eh nach dem Video, sag ich dir was dazu. Ja, Leute, es ist unfassbar. Gerade eben beim Abstieg konnte ich keine Sekunde irgendwie filmen, denn ich war gerade aus der schwierigen Passage raus. Da hat es auch schon wieder angefangen mit Schütten. Und jetzt, 10 Minuten später, dieses herrliche Wetter. Unfassbar. Ich bin übelst am Ende und ich bin glücklich, dass ich die Rinnenspitze erfolgreich gemeistert habe. Ich hoffe, euch hat diese Tour, diese verrückte Tour, genauso gut gefallen wie mir auch. Wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr das jetzt noch nicht getan habt. Ihr könnt hier auch nochmal reinschauen. Hier findet ihr nochmal die ganzen 7 Summits, die ich bislang gemeistert habe. Ja, was bleibt zu sagen? Ein anstrengender Gipfel auf jeden Fall, besonders wenn das Wetter unbeständig ist. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich würde es jederzeit wieder tun. Von dem her, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao. Congratulations, Dominik, der Typ auf der Couch. Ja, was war das jetzt für eine imposante Reise? Das wollte ich vorher noch sagen. Jetzt kann man sich natürlich einerseits ärgern und sagen, schade, dass ich dieses Wetter dann nicht am Gipfel gehabt habe. Aber er hat ja selber gesagt, dass der Abstieg, dass es dann geschüttet hat. Also ist man dann eher froh, glaube ich, wenn man dann wieder herunten ist. Also zu dem Video, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Man merkt das schon beim Intro. Also zuerst eine kurze Einleitung, was wir denn erwarten. Dann kommt das Intro an sich, es geht los. Und ja, wie man... Servus Bobby, Bobby ist auch da. Grüß dich, Bobby on Tour. Wie ich es jetzt auch schon hier gelesen habe, diese Einsprechstimme, auch da ist irrsinnig gut. Also das ist auch schon fast so auf Dokumentationslevel, sage ich jetzt einmal. Ja, wirklich hervorragend gemacht. Schauen wir uns den Kanal einfach einmal an. So, und das ist er, Dominik. Schauen wir kurz bei die Videos rein. Ja, das... Da merkt man, da ist schon jemand am Werk, der weiß, wie man das macht. Tolle Thumbnails auf jeden Fall. Sehr aussagekräftig, auch mit den Farben. Sehr gut gemacht. Und auch von der Thematik her. Wundervolle Wanderwelten, fast professionell, super. Ja, also man sieht halt einfach auch, das schlägt sich auch an den Zahlen natürlich nieder. Und der hat schon seine tolle Gefolgschaft. Und die hat er ja nicht nur auf YouTube, die gibt es ja auch auf Facebook. Die gibt es auch auf Instagram, ihr seht es ja hier oben, sogar auf Twitter ist er zu finden und das absolut auch verdient. Würde mich jetzt auch interessieren noch, wie es da ausschaut mit den Playlists, ob er das, ja, das ist auch super eingeteilt, also da kennt man sich schon aus. Da hat er längere Märsche anscheinend, Marsch am Limit, Outdoor Crafting, da hat er seine 7 Summits, wie er es angekündigt hat, 100 Summits Black Forest, okay. Das ist schon, das ist echt ein Top-Kanal und ich denke mal, auch hier können wir natürlich sagen, falls ihr es nicht schon habt, wie gesagt, viele werden ihn ja kennen, trotzdem, wer es noch nicht hat, abonniert den Kanal, haut ein Like raus oder gebt Kommentare, hat er sich sicher verdient und da freut er sich sicher, wie gesagt, ich habe mit ihm schon kommuniziert, ich denke, er wird sich das Video wahrscheinlich dann morgen anschauen und auch auf diesem Weg. Hast du echt super gemacht, super tolle Sache, mach weiter so und wir werden dich auf jeden Fall verfolgen. Mit deiner super tollen Einsprechstimme, ist ja auch sehr, sehr angenehm. So, und ich würde sagen, ich schicke euch hier noch kurz den Link in den Chat, falls ihr den benötigt und dann könnt ihr auch schon loslegen.
Na, das war doch jetzt mal ein super Einstand. Das macht doch definitiv Bock auf mehr. Und da kommen wir jetzt zu unseren. Abo ist platziert, sagt der Sascha. Jawohl, genau so gefällt mir das. Kommen wir zu unseren nächsten Gästen. Und das ist ein Pärchen, sage ich jetzt einmal. Ist, glaube ich, jetzt noch nicht so lang mit dabei, was jetzt aber überhaupt nichts heißt. Ganz im Gegenteil, ich habe mir den Kanal kurz angeschaut, machen echt top Sachen. Und zwar reden wir hier von, ich spreche es richtig aus, aber ich glaube, das soll heißen Alivable Adventures. Und ja, auch hier ist definitiv etwas am Entstehen. Und da gibt es die Tour für euch. Felsenidylle und Kampblick in Wolkenstein, eine Wanderung auf einsamen Pfaden im Erzgebirge. Und Erzgebirge, das klingt auf jeden Fall nach einem großen Abenteuer. Und ich würde sagen, nach so einem tollen Einstand wollen wir definitiv mehr Gebirge. Und das werden wir jetzt hoffentlich kriegen. Ich habe mich nicht gespoilert, ich weiß nicht, was da jetzt kommt. Also lehnen wir uns zurück und dann fangen wir an. Wie gesagt, die beiden. Ludwig und Rebecca, Alivable Adventures, nehmen uns jetzt mit auf eine Tour. Lehnt euch zurück, Snacks rein, her mit dem Hopfenblütentee und los geht's. Hallo und willkommen zum neuen Video. Ich bin hier in Wolkenstein, direkt im Ja, da Erzgebirge. fließt Hinter die Zelle. mir Ja. fließt die Schkopau, ein wildromantischer Fluss. Ich bin heute hier, um mir die Wolkensteiner Schweiz anzugucken. Ein paar Aussichten sind hoffentlich auch dabei und vielleicht erfahre ich ja auch noch ein bisschen was über die Bergbautradition hier in der Gegend. Wenn ihr wollt, kommt einfach mal mit. Ja, dann komm mal mit. Das sind gleich Eindrücke am Anfang der Tour. Hier geht übrigens der Klettersteig lang. Aha, okay. Mini Flo Outdoor, grüß euch. Schön, dass ihr kurz Ja, das vorbeischaut. waren erste Eindrücke, Immer wieder oder? gern. Ich habe Wolkenstein gerade verlassen. Jetzt ist es auch momentan unspektakulärer. Aber ich denke, das wird noch. Das ist aber cool. Passt du mit der Musik zusammen? Seid ihr auch schon so begeistert wie ich? Wow. Also die Wolkensteiner Schweiz kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sehr temporeich, ja. Auch hier muss ich nur kurz sagen, ist keine Kritik, ich versuche das mit der Lautstärke für euch ein bisschen besser zu pacen, weil die Sprechstimme ist relativ leise
und die Musik ist dann relativ laut. Also nicht wundern, wenn es jetzt ein paar Schwankungen gibt. Ich versuche das immer so angenehm wie möglich für euch hier zusammen zu schneiden oder zu regeln, besser gesagt. Schön, dass du da bist. Wenn ihr wissen wollt, wie die Wolkensteiner Schweiz entstanden ist, müsst ihr nur mal runter gucken. Denn dort unten fließt die Schkopau, die das ganze Tal hier geschliffen hat. Im Erzgebirge oder hattet ihr das Erzgebirge zumindest auf dem Schirm für Touren oder Reisen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Thunderstrike sind da. Schönen guten Abend, mein Lieben. Schön, dass ihr vorbeischaut. Ich habe das auch schon oft versucht, früher mal sozusagen den Weg aufzuzeichnen und dann in Fast Forward sozusagen zu schneiden. Ich finde, das ist manchmal ist es oft passend, da braucht es dann aber auch die passende Musik dazu. Das muss irgendwie stimmig sein, meiner persönlichen Meinung nach. Und ich habe es dann nach einer Zeit wieder gelassen, es hat mir dann oft so nicht reingepasst. Vielleicht mache ich es mal wieder, schauen wir mal. Da auf jeden Fall finde ich es aber irgendwie sehr, sehr angebracht und ich finde auch qualitativ, auch mit dem Fast Forward geht wenig Qualität verloren. Also schaut ganz gut aus, gefällt mir ganz gut. Hoffe, es geht dir gut, mir geht's bestens. Bin im Training, voll im Saft, Weihnachten steht vor der Tür. Ich bin gerade durch den Kurort Warmbad gelaufen und der Ort scheint seinem Namen alle Ehre zu machen. Denn da gibt es eine Trinkquelle, da werden Trinkkuren gemacht und das Wasser dort hat bis zu 34 Grad Wärme. Ich bin hier an einem Rundweg, der zu diesem Kurort gehört. Der nennt sich Palmbaum. Und ich habe mich erst gefragt, ja, warum heißt denn das Ding Palmbaum? Das liegt daran, dass hier früher Silbererz abgebaut wurde und die Sohlen bzw. die Schächte in wie so eine Art Palmform angeordnet waren. Deswegen wurde das Ding schon im Mittelalter wohl Palmbaum genannt. Geht's nur mir so, aber bei ihm halt hätte ich so voll das Gefühl, der wäre so ein richtig optimaler Wanderführer. Der hat da so eine sehr sympathische Ausstrahlung. Und wenn er auch die Sachen erklärt, das wirkt sehr kommod, da kann ich mir richtig gut vorstellen, wenn er so mit 5, 6, 7 Leuten geht und diese Sachen erklärt. Ich glaube, das würde ihm ganz gut liegen. Peter, aufpassen mit den Keksen und den Kuchen. Ja, ich verspreche gar nichts. Da meinte noch Zeit drauf, auch den Rhythmus des Videos passt. Absolut, absolut.
die Hälfte des Weges habe ich fast geschafft. Dürfen wir kurz was sagen? Liebend gern, Thunderstrike. Bitteschön. Muss ich wahrscheinlich kurz warten wegen der Latenzzeit. Aber sehr, sehr gern. Dürft's immer gern was sagen. Überhaupt kein Problem. Aha, gut, danke. Ja, das ist hier wegen Regeln. Das, er hat, er, wenn, er, wenn er spricht, dann ist das im Video recht leise und die Musik ist dann lauter. Und ich versuche das jetzt für euch so hin und her zu drehen. Jetzt habe ich wahrscheinlich... Nee, alles gut, alles gut. Das ist ja kein, um Gottes Willen. Ein bisschen too much Zeitraffer, ja? Kein Problem. So, das heißt, ich mache euch da wieder ein bisschen leiser. Ich habe vorher vergessen, den Regler wieder runterzudrehen. Deswegen habt ihr mir jetzt zu laut gehört. Derzeit geht's hier durch so ein schönes Waldstück durch. So, jetzt wird's wahrscheinlich wird wieder besser sein. Es wird gleich mal Zeit, mal was zu essen, mal ein bisschen Pause zu machen. Kleines Zwischenfazit. Der Weg ist erstens super aussichtsreich, zweitens weitgehend naturbelassen, geht oftmals auf so kleinen Wegen entlang und drittens wunderschön. Vor allen Dingen das Gebiet bei der Wolkensteiner Schweiz hat mir besonders gut gefallen bis jetzt. Das Erzgebirge war vor allen Dingen im Mittelalter sehr reich durch den Bergbau. Die stillen Zeugen davon sieht man immer wieder am Rand der Wege. Riesige Abraumhalden durch den Silbererzbergbau. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier an dem Felberschacht. Es geht da ungefähr 28 Meter in die Tiefe, also ich sehe den Grund nicht. Aber daran sieht man, das Erzgebirge ist ohne Ende durchlöchert mit irgendwelchen Stollen und... Also das mit der Pause, das wird anscheinend nichts. Ich laufe jetzt hier schon wieder seit 3 Kilometern rum und es findet sich keine Bank. Da wo vorhin noch die großen Touristenwanderwege waren, da war gefühlt alle 5 Meter eine Bank. Und hier ist einfach gar nichts mehr. Man hat das da jetzt ganz gut gehört, da hat er so einen Windfilter wahrscheinlich drüber gelegt. Da war die Stimme jetzt auch noch mal ein bisschen leiser. Aber man hat es noch verstanden. Es war okay. Es ist eigentlich sinnvoll, immer irgendwelche Kekse oder Müsli-Riegel dabei zu haben. Denn damit kann man solche Durststrecken überbrücken. Guten Appetit. Ich habe gerade in den Keks gebissen. Da taucht doch eine Bank auf. Das ist manchmal echt wie bei Hexen. Geht's jetzt wieder runter. Bis nach Wolkenstein sind es noch etwa 2,5 Kilometer. Und die werden uns dann größtenteils an der Zschopau entlang führen. Jetzt werden wir fast an einem Stollen vorbeigelaufen. Da kommt ganz kalte Luft raus, das heißt, es muss richtig tief reingehen.
Wir sind jetzt genau da, wo wir vorhin die Tour gestartet haben. Damit sind wir am Ende angelangt. Wenn euch das Video genauso gefallen hat wie mir, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Drückt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst und ja, kommentiert. Und damit sage ich Tschüssi, bis zum nächsten Mal. So, also, das war er wohl, der Ludwig von Alivable Adventures. Jetzt grundprinzipiell mal bin ich der Meinung, sehr, sehr sympathisch gemacht. Er hat, also, entweder er wusste das alles, das wirkte alles sehr sicher, auch so wie er es erklärt hat, so wie ich schon mittendrin gesagt habe, er könnte echt ein Wanderführer sein. Also auch so wie er das rüberbringt, finde ich absolut top. Auf jeden Fall, man merkt natürlich schon, da ist noch was im Entstehen, auch vom Kanal her, der muss wahrscheinlich so seinen Stil noch finden. Bobby sagt, muss los und tschüss zusammen. Schön, Bobby und Tour, dass du dabei warst. Schönen Abend wünsche ich dir noch. Vielen Dank. Hier war es jetzt natürlich so, das muss ich vielleicht jetzt kurz mal dazu sagen. Es ist natürlich berechtigt, den Ton, den ich höre, ist nicht exakt geregelt wie der Ton, den ihr hört. Das heißt, ich muss bei euch, für die Lautstärke, die ihr habt, muss ich immer nach Gefühl regeln. Also nur weil ich lauter und leiser drehe, ändert sich das bei mir nicht. Ich habe immer eine konstante Lautstärke. Das heißt, wenn jetzt da jemand ist, wo die Stimme leiser ist und die Musik lauter, damit ihr das versteht und die Musik uns danach nicht überrollt, muss ich nach Gefühl den Regler hier bewegen und kann nur hoffen, okay, ich hoffe, das ist für euch so angenehm wie möglich. Ich kann das nicht abschätzen. Jetzt kann es natürlich manchmal passieren, dass ich viel zu laut bin, als was man natürlich, was ihr jetzt hört. Ne? Ich kann es ja erst dann nachher im Video dann sehen, wenn ich meinen eigenen Stream analysiere. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Ja? Also das kann natürlich schon passieren, aber ich glaube im Großen und Ganzen passt. Schauen wir uns den Kanal doch einfach mal an. Alivable Adventures. Wie schaut's denn da aus? Was können wir uns hier alles erwarten? Ja, also man sieht, da ist es auch erst vor einiger Zeit losgegangen. Es gibt abwechslungsreichen Content. Da wird wahrscheinlich noch der Stil gesucht und der wird sicherlich auch noch gefunden werden. Aufmerksam wurde ich damals schon. Dieses Wandern nach Amerika Teil 1. Das kann ich euch einmal ans Herz legen, wenn ihr mal Zeit habt. Es ist irgendwo schon ganz nett gemacht. Natürlich dementsprechend auch Teil 2. Und schauen wir da mal playlistsmäßig, ob es da eine Anordnung gibt. Ja, waren dann natürlich in der Eifel. Elsterperlenweg haben wir da. Er ist auch mit dem Motorrad unterwegs. Wandern natürlich und rundum Leipzig, glaube ich, sagt man, ne? Bei euch. Natürlich ist gemeint. Leipzig. Ja gut, wollen wir die beiden natürlich auch live is live, ja? So, wollen wir die beiden natürlich dementsprechend auch unterstützen, also kann ich euch auch hier bitten, natürlich, falls ihr es nicht schon habt, lasst auch hier ein Abo da, da wird sicherlich demnächst auch noch wesentlich mehr gehen und die werden sicherlich auch den 100er bald anpeilen. Also wie gesagt, Abo raus, Glocke, Like, Kommentare, ihr kennt das ganze Spiel ja. Und darum machen wir das auch, dass wir uns da dementsprechend gegenseitig unterstützen. Ansonsten kann man da nichts sagen. Sehr, sehr sympathisch gemacht trotz allem. Und diese ganzen Geschichten mit Videoschnitt und so, das spielt sich alles ein. Wir kennen das ja alle von uns selber. Also das ist nichts, wo man jetzt jemanden messen kann. Ich fand die Tour, fand ich sehr gelungen, sehr sympathisch vorgetragen. Und damit ist im Grunde dann auch alles gesagt und wundervolle Wanderwelten, der Link, ihr habt mich wieder mal erwischt, ja, natürlich bekommt ihr den, da ist er schon, draufklicken und abonnieren. So, und unser dritter Gast heute dürfte wahrscheinlich den meisten, der Sascha sagt, eine Chance hat er auf jeden Fall verdient, natürlich. Christiane, danke, ja, auch ich bin manchmal so ein kleiner Chaot und ich habe zwar immer so meine, was möchte ich machen, was möchte ich nicht, manchmal vergesse ich was, mache ich was,
Das sind so Strukturen. Aber dafür habe ich euch und ihr erinnert mich schön daran. Dann kann ich euch den Link posten. Dann passt es schon. Christian Sommer habe auch schon länger abonniert. Naja, Christian, du bist immer voll mitten am Ball, ne? Setz dich auch hin, schaust immer das Neueste von Neuen. Ja, das wollte ich sagen. Unser dritter Gast, genau. Der dürfte den meisten von euch schon ein Begriff sein. Ich gehe sehr stark davon aus, denn er hat schon eine sehr, sehr, sehr große Gefolgschaft, sage ich jetzt mal, im relativen Maße. Deswegen denke ich mal, dass jeder von euch schon mal auf ihn gestoßen ist. Und ich würde sagen, lass mal die Katze mal aus dem Sack. Und zwar geht es hier um ihn. Outdoor mit Olli. Und da denke ich mal, geht es um den lieben Olli. Hier war es so, ich habe ihn gefragt, ob ich eine Tour halt verwenden kann. Ich habe ihn da über Instagram angeschrieben, habe den Kanal dort abonniert. Er hat dann im Gegenzug meinen Kanal abonniert auf Instagram. Er hat jetzt aber nicht wirklich geantwortet, aber er muss es gesehen haben. Ich denke nicht, dass es ihm stören wird, wenn ich eine Tour von ihm vorstelle. Ich hoffe ganz im Gegenteil, dass wir uns das gemeinsam anschauen können. Und ich denke mal, wie gesagt, es würde mich jetzt nämlich wirklich interessieren, ob einige von euch schon mal auf ihn gestoßen sind und auf seine Touren. Denn er macht ja mehrere Sachen. Da geht es ja Outdoor an sich, jetzt nicht nur ums Wandern. Wir sehen es auch hier eingeblendet. Es geht auch um Radtouren und vieles mehr. Und hier ist es wieder so ein Fall. Ich habe mir in dem Fall jetzt rausgesucht, das, was ihr hier eingeblendet seht. 31,06 Kilometer Burgruine, Hardenstein, Chemnader See und Ümminger See. Und dadurch, dass dieses Video 25 Minuten dauert, habe ich wieder sozusagen den Cut-Stift angesetzt. Aber ich denke, ich habe das sehr, sehr gut gelöst diesmal. Habe mir ein bisschen gespoilert, weil ich ja die Cuts setzen musste, habe aber zwischen den Sprüngen wenig reingeschaut. Das heißt, auch ich werde jetzt wieder überrascht werden. Und dann werden wir mal schauen, was der liebe Olli für uns zu bieten hat. Also dann, unser dritter Gast im Bunde, lehnt euch zurück, Snacks raus, wisst ihr, Füße hoch, ne? Alles, was dazu führt, dass diese Tour jetzt mit Olli ein Erlebnis wird. Also dann, viel Spaß. Ja, guten Morgen. Es ist Sonntag, ich glaube, 12. September, 13. September, egal. Ich denke mal, wir haben so 8.30 Uhr, 8.45 Uhr. Und ja, ich bin jetzt auf dem Weg zur Burgruine Hardenstein. Hardenstein, Hardenberg. Wie immer, wie ihr es von mir gewohnt seid, kein Plan. Ja, ich laufe jetzt los. Und ja, bislang war der Weg ja, entlang einer extrem langen Hauptstraße von mir aus zu Hause aus Richtung Langendreher. Und ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo ich bin. Ich glaube, das ist schon Richtung Witten. Oder ist schon Witten, keine Ahnung. Wie immer, keine Ahnung. Und ja, ich denke mal, das werden heute 20, 25, 26 Kilometer. Ist ja noch früh, ich muss mir keinen Stress machen. Ich bin schon wieder recht zügig unterwegs. Aber ich werde mich jetzt mal ein bisschen einbremsen, ein bisschen langsamer, aber ich brauche die Kraft auch noch für den Rückweg. Denn ihr wisst ja, Hinweg bedeutet auch gleich Rückweg. Und naja, ich will ja keine Überraschung erleben bezüglich, ich schaffe das dann nicht und so. Aber ich gehe jetzt einfach mal weiter. Im Moment bin ich hier an so einer ja, Nebenstraße. Keine Ahnung, gefällt mir ganz gut. Rechts von mir ist eine Bahnlinie. Habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Und die Hauptstraße verläuft auch irgendwo da hinten. Ich werde jetzt einfach mal weiterlaufen und dann mich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal melden. Und dann
werdet ihr sehen, was ich noch so für euch habe. Bis gleich. Da mache ich den ersten Cut. Ja, das ist auch so ein eigener Stil, sag ich jetzt mal. So fühle mich drauf los, plauder mir das von der Seele, sag ich jetzt einmal. Und ich gehe jetzt mal, so wie es zumindest suggeriert, so ohne Ziel und Plan, natürlich mit Ziel wahrscheinlich schon, aber mit Plan weniger, ist auch eine Art, sag ich jetzt mal, dass ich jetzt gar nicht so ungut auffasse, sondern im Gegenteil, das auch ein bisschen neugierig macht. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der gute Olli so im Outdoor-Sektor halt zuständig ist, also da geht es wahrscheinlich auch um Bushcrafting und um Survival oder halt draußen übernachten, da kann das schon ein gutes Stilmittel sein, wenn ich sage, ach, ich gehe jetzt einfach mal drauf los und dann schauen wir mal, was passiert. Sascha, genauso ein Planloser wie ich, ja. Manchmal kann das auch recht spannend sein, ne? Ein Ziel vor Augen, aber halt, wie man es anpackt, muss man zuschauen. Ist diese komische Brücke, aber wie soll man die sonst rüberkommen? Ist das gerade hier ein schönes Fleckchen Erde? Ja, und das ist die andere Seite. Und hier geht's jetzt weiter. Leute, das gebt euch mal. Es ist so schön hier. Also hier ist es schon mal, es ist echt toll, hier muss ich echt noch mal hin. Super, super, super. Grün, grün, grün. Da genauso. Außer ein Brückengitter. Ja, die Richtung. Absolut. Das ist unser weiterer Weg. Und für alle, die es interessiert, das ist die Nachtigallbrücke. So. Jetzt einfach mal das Video stoppen und dann könnt ihr mitlesen. Ich denke mal, das kann man ganz gut lesen. Vorlesen werde ich es euch jetzt nicht. Ganz interessant. Warte, wen es interessiert. So, da kommt der nächste Cut. Flatter, als ich das mit den einfach drauf los mal versucht habe, sind meine Videos 2 Stunden lang geworden. Ja, das ist halt ist auch klar, weil dann ist ja jeder Eindruck, den man gewinnt, ja, ein komplett neuer, und das möchte man auf Band haben. So, wenn man eine Wanderung plant, dann weiß man, oder man hat sich meistens schon vorher informiert, was einen dort erwartet, dann kann man so gezielt drauf hintrimmen mit den Filmen. Aber das verstehe ich ganz gut, ja, sicher. Wenn man dann quasi, wenn jeder Eindruck neu ist und man möchte die ganze Welt umarmen, dann kann man draufhalten mit der Kamera noch und nöcher. Man weiß ja dann auch nicht, was man wegschneiden soll. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. So, dann geht's einmal nach vor. Jetzt kommt nämlich dann der eigentliche Hammer, sage ich jetzt mal. Das werdet ihr jetzt gleich sehen und wir steigen hier wieder ein. Ja, Freunde, wie ich schon gesagt habe, ich entdecke nochmal wirklich richtig was Schönes heute. Hier ist die Ruhrtalfähre. Ist das nicht schön? Hier muss ich gleich dazu sagen, da bin ich mit der Lautstärke jetzt am Maximum. Das für euch. Das wird. Ich hoffe, ihr versteht es ihn gut. Lauter kann ich es leider nicht mehr drehen. Mit der werde ich jetzt natürlich nicht fahren. Oder vielleicht doch. Mal gucken. Irgendein Blödsinn fällt mir ja immer ein. Bisschen näher ran. Passt schon. Okay, danke. Und das ist so dieses Drumherum. Wir haben fast Mitte September und gerade ein richtig schönes Wetterchen. Und da nochmal die Ruhrtalfähre. Gleich liegt er im Wasser. Ja. Ich komme jetzt zu meinem Ziel näher. Das ist wohl diese Burgruine da vor mir. Wie gesagt, ich war hier auch noch nicht. Mal gucken, was uns jetzt gleich hier oder was mich hier gleich erwartet. Und ihr seid natürlich dabei. Ja, und da haben wir den Eingang. Mal gucken. Vielleicht ist ja da hinter der Burgmauer gleich ein Burgfräulein oder was auch immer.
Nein. Ja, hier, so die Überreste dieser Burg. Einfach mal. Ups, rauszoomen. So geht es doch etwas besser. Entschuldigt gerade bitte so die Kameraführung. Das ist gerade hier nicht so einfach. Da hinten aus der Richtung bin ich gekommen. Ich nehme euch jetzt einfach hier mal mit. Ich finde das gar nicht so schlimm, wenn so Kameraführungen auch schon mal ein bisschen verwirrend sind und ein bisschen chaotisch sind. Da hinten ist nochmal die Ruhrtal-Fähre. Mhm. Die habe ich euch ja vorhin schon mal gezeigt. Hier ist nochmal die Bahnlinie. Super. Super, 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 super. Jo. Ja, sehr idyllisch. Wie sieht's aus hier? Nett. Ja, das ist sie, also die weltberühmte Burgruine Hardenstein, irgendwas von 1345. Die wurde dann in mehreren Bauabschnitten gebaut und. Einfach mal bei Wikipedia gucken oder einfach mal googeln. Da steht ein bisschen was darüber. Ja, und was ich wie immer nicht verstehe, dass Leute einfach immer so laut in der Natur sein müssen, finde ich ganz grauenhaft. Respektlos finde ich sowas. Kinder okay, aber Erwachsene, nee, Freunde, das geht gar nicht. Das werde ich nie verstehen und will ich auch nicht verstehen. Ja. Also da jetzt auch der Cut. Was ich da sehr spannend finde, ist, dass das Hauptaugenmerk, so wie ich das als Zuschauer jetzt verstehe, ja, das Hauptaugenmerk jetzt weniger auf den Ort liegt. Also er hat am Anfang was dazu gesagt. Aber einige von uns würden jetzt wahrscheinlich hergehen, würden hier einen Banner einblenden oder unten eine Schrift einblenden, wo man reinschreibt, wie die Burg heißt oder alles drum und dran. Und er geht halt rein so auf das Erzählen, was er wahrscheinlich weiß, das erzählt er. Und dann sagt er so, ja, das ist halt die und die Burg und schaut euch das auf Wikipedia an, wenn es euch interessiert. Aber das meine ich halt, ja, das ist auch irgendwie so Stilmittel-like. Ja, also da liegt der Fokus irgendwie so auf andere Punkte, wie man eine Tour darstellt. Ist nicht negativ gemeint, im Gegenteil. Jeder hat seinen Stil, aber das finde ich auch sehr, 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 sehr interessant, wie man das angehen kann. Ja. So, da machen wir jetzt noch einen Sprung. Und ihr wisst das ja eh, also wenn natürlich ihr das ganze Video sehen wollt, dann könnt ihr euch das natürlich dann anschauen. Ich sage dann nachher noch was dazu. Ich verstehe ihn voll. Ja, natürlich. Viele, das kann man natürlich auch dazu sagen, wollen vielleicht auch gar nicht zu Hause jetzt stundenlang sitzen und das Video so aufwendig zusammenschneiden, sondern er sagt, ich habe so meine Filmschnitzel, die schneide ich so zusammen aneinander und los geht's und fertig. Ist auch eine gewisse Art, um authentisch rüberzukommen, wenn man es drauf anlegt. Also ist, kann man nichts dagegen sagen. Es ist top. Ja, immer noch im Bereich des Kennader Sees. Werde jetzt wieder Richtung nach Hause gehen. Das sind so, ich weiß nicht, 8 Kilometer, 10 Kilometer. Jetzt gehe ich immer so ein bisschen querfeldein. Und wie bereits schon zweimal erwähnt, den Kennader See werde ich jetzt weitestgehend ja, einfach umgehen. Es ist einfach zu viel los. Es macht heute keinen Spaß. Ist auch klar, das Wetter ist super. Die Leute sind alle unterwegs, sonntags. Kann man mal einen netten Ausflug machen, klar. Aber das werde ich mal hier unter der Woche vielleicht mal angehen, wenn es nicht ganz so voll ist. Und vielleicht auch ein bisschen kühler ist und die Leute lieber zu Hause sitzen in einer warmen Hütte. Dann werde ich euch mal ein bisschen zeigen, was hier so drumherum los ist. Klar ist im Sommer schöner, aber es ist auch denn schöner, wenn hier nicht so viel los ist. Das meine ich. Weil viele von uns sind ja darauf getrimmt, dass wenn sie eine Tour machen, sich wirklich das Schöne rausgreifen. Egal wie man es einfangen kann, nur ja das Bestmöglichste. Und er redet halt so, wie man sagen würde, freie Schnauze. Und er sagt halt, ja, es ist sehr schön und es ist halt schade, dass hier so viele Leute sind. Ich kann mich nicht so wirklich entfalten. Ich komme halt wieder her, wenn da weniger los ist. Ist aber eigentlich auch das, Was wir uns ja auch denken würden wahrscheinlich in dieser Situation, wenn wir dorthin kommen, bewaffnet mit unseren Cams und dann heißt es, ah, ich hätte das jetzt gern gefilmt, aber
gefilmt auf idyllische Art und Weise und jetzt sind hier hunderte Leute und da kann ich nicht so, wie ich will. Und das finde ich halt irgendwie so total sehr, sehr sympathisch gemacht. So, ja, ist halt zu schön, sind mir zu viele Leute und deswegen komme ich halt mal wieder. Super. Dann gibt es auch mehr zu sehen. Es ist einfach nur so eine kleine Wiese. Ihr seht ja im Hintergrund die Strömen hier. Da sind auch im Wasser mit den Booten. Hier hinten auch. Es ist alles voll. Da habe ich jetzt nicht sonderlich Lust, da hinten rumzulaufen. Ich habe mir vorhin ein bisschen was zu essen gemacht und jetzt gehe ich wieder nach Hause. In diesem Sinne melde ich mich gleich nochmal bei euch. Taunusu fragt, wie lange dauert denn eure Post-Production-Zeit? Also ich würde sagen, also in meinem Fall mit allem drum und dran, bis ich mich hinsetze, bis das Ding fertig ist und dann hoch, also mal gerendert werden kann, würde ich sagen, maximal 2 Stunden. Vielleicht 1,5. Aber ansonsten geht das eigentlich schon. Also mit allem drum und dran würde ich sagen, maximal 2 Stunden. Vielleicht mit Unterbrechungen mal, wenn was dazwischen kommt, aber länger dauert das bei mir nicht. Das hatte ich letztens auch, da ist das Filmen echt anstrengend, meint der Sascha im Zuge von, wenn so viele Leute sind. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man halt bei solchen Touristenplätzen ist. Da ist es dann oft schwierig im Laufe des Tages dann. Christiane Jungbeck, ich brauche 20 Minuten, Film meistens 20 Stunden. Film meistens 20 Stunden, okay. Bei mir ging es schnell, wenn der Computer besser wäre. Ja, ist so. Sascha sagt auch 2 bis 3 Stunden. Ja, ja, das ist dann schon, das ist schon die Zeit. Bildbearbeitung schneiden, sagt die Christiane. Ich würde sagen, merkt euch das? Da reden wir kurz weiter, machen wir kurz den guten Oli fertig. Nicht körperlich, sondern mit seinem Bericht. Dann können wir nachher gerne nochmal drauf eingehen. So, weil da sind wir jetzt auch schon beim letzten Schnitt und zwar hier. Ja, liebe Leute, ich bin jetzt am Ümminger See. Hab mich ein bisschen hingesetzt. Und mache mal ein bisschen Pause. Auch ganz schön, aber auch sehr stark frequentiert heute. Ja, hier nochmal ein anderer Blickwinkel. Aber lang nicht so schön. In der Kemnader See. Ja Leute, Ümminger See bin ich jetzt auch wieder ganz schnell durch. War mir einfach zu voll und zu eng und ja, einfach dieser ganze Menschenauflauf da, den brauchte ich jetzt gerade mal nicht. Ja, ist ganz nett da, aber wie gesagt, der Kemnader See bzw. Umfeld, Umgebung Kemnader See ist dann doch ein bisschen schöner. Ich gehe jetzt ganz, ja, ganz straight nach Hause. Ja, und mache irgendwie, weiß ich nicht, Siesta oder was auch immer. Mal gucken, vielleicht melde ich mich gleich nochmal bei euch. So, ihr Lieben, ich bin fast zu Hause. Also wie viele Kilometer das heute waren, werde ich euch nachher noch mitteilen. Über 30 auf jeden Fall. Ja, hier seht ihr mal so ein paar Hinterhöfe hier in Lückendortmund. Sehr reizvoll, Weltstadt und weltbekannt hier alles. Ich wünsche euch was, danke fürs Zuschauen. Wir hören uns, lesen uns. Verfolgt meinen Kanal, Daumen hoch, wenn es geht. Würde ich mich drüber freuen. Glocke, also Abo und so weiter und so fort. Ich melde mich demnächst wieder, wenn es was Neues gibt. Bis dahin, das war euer Olli. Ich wünsche euch noch was. Passt auf euch auf. Bleibt safe. Bis dann. Ciao.
So, das war also der Olli, sein Kanal Outdoor mit Olli. Ich muss sagen, das ist mal was anderes gewesen. Auch so kann man eine Wandertour, sag ich jetzt mal, präsentieren, indem man einfach sagt, was man sich denkt in dem Moment. Und das finde ich, absolut legitim. Es ist eine andere Herangehensweise. Und ja, diesmal bekommt sie den Link jetzt gleich. Schauen wir uns den Olli seinen Kanal mal an, denn da tut sich definitiv so einiges. Und jetzt werden wir doch einmal sehen, welche Sektoren er denn so anbietet. Schauen wir mal kurz zu den Videos. So, Radlwart möchte mich bei euch allen bedanken, obwohl kein Video von meinem Kanal gezeigt wurde, bekam ich letzte Woche 5 Abos und dieser Community war ein schönes Vorweihnachtsgeschenk. So soll das sein, Radlwartl. So soll das sein. Das war authentisch, sagte Christiane. Ja, stimmt. Und wenn wir hier so schauen, also Wandern ist ja da quasi ja nur eine Sparte. Er testet ja auch Radwege. Er hat auch so Kurzeinspielungen, Natur drumherum. Und das ist schon auf jeden Fall ein großer Sektor, den er da abdeckt, sage ich jetzt mal. Also großen Respekt. Und man sieht, der hat auf jeden Fall schon eine etwas größere Gefolgschaft. Und ich denke, das kommt auch an. Natürlich, wir haben jetzt ein Video gesehen und ich kann euch halt nur empfehlen, abonniert den Kanal, läutet die Glocke, lasst ein Like da und einen Kommentar und schaut so mal durch, weil das ist sicherlich eine sehr, sehr ehrliche Art, um das zu präsentieren. Denn ich habe das jetzt wirklich so interpretiert, dass er sagt, er macht jetzt eine Wandertour und dann redet er halt einfach, was ihm dazu einfällt und wie er das empfindet. Und das finde ich toll. Andere hätten wahrscheinlich bei den Leuten drumherum gefilmt oder hätten sich dann mehr fokussiert auf die Pflanzen oder mehr auf den See, dass man halt die Idylle einfängt. Und der setzt sich hin und sagt, ja, es ist sehr schön da, aber letztes ist mir zu viel los. Und ja, ich finde es absolut top. Also, wie gesagt, auch den Olli findet ihr auf Instagram natürlich und Facebook ist er auch vertreten, also wer noch mehr authentische, ehrliche Kommentare mit ihm haben möchte, der kann ihm ja gerne folgen. So, dann schaue ich nochmal, ob ich da jetzt bei euch im Chat nichts da verpasst habe. Ja, also wie gesagt, wegen ein Video schneiden, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass zum Beispiel dieses Drohnenmaterial, ich weiß es nicht, das müsste man mir sagen, dass zum Beispiel dieses Drohnenmaterial auch sehr, sehr viel Speicherplatz braucht und nicht jeder PC kommt damit auch gleich klar beim Rendern. Ich habe das Glück, mein Programm hat irgendwie so einen eingebauten Booster, da geht es ein bisschen schneller, wobei die Aufnahmen von der DJI natürlich auch dementsprechend sehr viel Speicher verbrauchen, aber ich kann mich momentan sehr glücklich schätzen. Aber natürlich ist auch die Geschwindigkeit des Rechners, sage ich jetzt mal, ausschlaggebend. Und das glaube ich schon, wenn ich hier vorher gelesen habe, da warten manche 15 Stunden, wahrscheinlich meistens über die Nacht. Ja, das hatte ich früher auch und das ist ganz normal, vor allem mit dem ganzen, was man mit dem Video auch noch macht. Ja, wenn es dann bearbeitet, der ganze Schnitt, Ton, noch vielleicht Einblendungen und da kommt schon was zusammen. Das wollte ich jetzt an der Stelle noch sagen. So, last but not least, weil ich sehe schon, wir machen heute eher ein bisschen Overtime. Hier ist es jetzt aber so, es kommt auf die Auflösung drauf an. Natürlich, Sascha, das kommt noch mit dazu. Heute gibt es kein Liedchen von mir, denn ich habe was anderes geplant, was in Summe auch ein bisschen kürzer ist. Zwecks den Liedern und zwecks des Pilgrim Stories Album, da kommt noch eine Ankündigung dazu. Wie gesagt, heute nicht. Ich möchte euch etwas anderes zeigen. Und zwar habe ich einen kleinen Teaser erstellt von einem Wanderprojekt, das ich definitiv nächstes Jahr machen werde. Und zwar gemeinsam mit meinem Vater. Und schaut euch den... Sascha sagt, schade. Kein Problem, Sascha. Du wirst noch entschädigt, was die Lieder angeht. Macht euch keine Sorgen. Da möchte ich euch den Teaser jetzt zeigen. Er ist ganz, ganz kurz, auf jeden Fall. Aber er ist, ich glaube, ich habe das recht gut gemacht. Es ist ähnlich aufgebaut wie so ein Cinematic Trailer. Und ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen.
und sag dann nachher noch ein paar Sätze dazu. Also viel Spaß. Das war auch schon der kurze Teaser. Und zwar geht es wirklich darum, das ist ja auch so, Dankeschön, Thanos, das ist jetzt auch ein Mitgrund, warum ich überhaupt hier sitze und das mit euch auch mache. Denn mein Vater war eigentlich der Hauptgrund, warum ich überhaupt der bin, der ich bin, abgesehen davon, dass er mein Vater ist, aber ich meine jetzt, was das Wandern angeht. Denn 2012 hat er mich damals überredet, den Wiener Wallfahrerweg, das ist ein Weg von Wien nach Mariazell, das sind 115 Kilometer, zu gehen. Das war gleichzeitig die Geburtsstunde von Ich am Weg 2012. Und wir haben, nachdem wir den Weg gemeistert haben, dann beschlossen, es gibt 7 österreichische Mariazeller Wege, kann euch das hier auch kurz zeigen. Den steirischen, Wiener, niederösterreichischen, oberösterreichischen, burgenländischen, Kärntner und den Salzburger. Und was soll ich euch sagen? Bis eben dem kommenden Jahr haben wir von diesen 7 Mariazeller Wegen, den Gründerweg jetzt mal ausgenommen, das ist ein eigenes Kapitel, die anderen gehören zu den österreichischen Weitwanderwegen, also die 7 mit der Endziffer 06, habt ihr vielleicht vorher gesehen. Und wir haben von diesen 6 Wegen mittlerweile von diesen 7 Wegen mittlerweile 6 Stück geschafft und nächstes Jahr folgt das große Finale. Also wir haben den steirischen gemacht, das waren 215 Kilometer, wir haben den Wiener gemacht, das waren 115, wir haben den niederösterreichischen gemacht, das waren 250, den oberösterreichischen, das waren 150, den burgenländischen, das waren 140, den Kärntner haben wir 2019 gemacht, das waren 240 mit fast 10.000 Höhenmetern. Und jetzt, last but not least, gehen wir es nächstes Jahr an. Und so schaut das Ganze aus. Das ist jetzt nicht der ganze Weg, das ist jetzt nur die Salzburger Variante. Der geht dann nachher hier im Ziel in den oberösterreichischen Mariazellerweg über und dann letztendlich noch Mariazell. Ich wollte euch das jetzt nur kurz mal sagen, weil ich freue mich selber, weil ich erst jetzt vor ein paar Tagen mit meinem Vater zusammengesessen bin und wir uns jetzt ausgemacht haben, wann es denn losgehen wird. Das heißt, ich bin natürlich auch ganz, ganz euphorisch, was das angeht. Und einen Leckerbissen habe ich jetzt noch für euch und dann machen wir eh schon Schluss. Ich habe ihm auch überreden können, dass wir nach und nach, bis es soweit ist, bis diese Tour startet. Ich habe ja von jeder dieser Mariazellerwege gibt es Videos zu jeder einzelnen Etappe, zu jedem Weg seit 2012. Und ich habe ihn überreden können, dass wir nach und nach da wieder zu mir kommen und wir werden gemeinsam ein Format starten, wo wir alle diese Wege thematisch nochmal live in einem Stream gemeinsam uns nochmal anschauen werden, wie wir diese Tour, diese Touren gemeistert haben als Einstimmung. Ich kann euch noch nicht sagen, wann, aber ich kann euch versprechen, es wird passieren und auf das freue ich mich schon irrsinnig, das mit ihm gemeinsam zu machen. Einerseits gemeinsam nochmal auf die eigenen Touren zu reviewen und dann natürlich auch diese Tour anzugehen. So, meine Lieben, heute waren wir wirklich sehr, sehr tüchtig. Das ist heute auch der Rekord, glaube ich, jetzt sind wir bei einer Stunde 20. Okay, schön Vater und so. Ja, ich genieße das voll und ganz. Ich genieße es wirklich voll und ganz und es ist mir immer eine große Ehre. Ich verdanke ihm wirklich sehr viel und er ist wirklich der Grund,
warum ich mein Leben dann geändert habe, weil dieser erste Mariazellerweg, ich hatte vorher mit Wandern nicht viel am Hut. Ich hatte auch 15 Kilo mehr als jetzt. Ich war alles andere als ein Sportler, ich war ein Computerzocker. Mehr, glaube ich, muss ich nicht sagen. Das hat dann mein Leben dann verändert und durch ihn bin ich eigentlich dann zum Wandern gekommen, aufgrund dieses Erlebnisses und ja, verdanke ihm natürlich dementsprechend meinen Lebenswandel und auch die Tatsache, dass es ich am Weg Wandern mit Peter letztendlich dann gibt. Aber wie gesagt, ihr werdet ihn schon noch kennenlernen, bin ich überzeugt davon. So, meine Lieben, dann sagen wir für heute mal einen wunderschönen guten Abend. Ich darf mich wieder bei euch bedanken, es war wieder eine super Sache. Wie gesagt, Tour Reactions, die gibt es jetzt dann ab 7. Jänner wieder, aber ihr werdet jetzt hoffentlich nicht weinen. Ich denke, das passt. Was bei mir halt war. Genau, Flatter, das ist genauso auf einer ähnlichen Basis. Nächste Woche, wenn ihr also Lust habt, ja, machen wir eine Plauderstunde. Überlegt euch auf jeden Fall Fragen, sage ich jetzt einmal, oder überlegt euch, wie ihr euch selber einbringen könnt. Ihr könnt irgendwas vorbereiten, sei es irgendein Beitrag, sei es irgendwas Lustiges, was ihr gesehen habt. Kommt in den Live-Chat, wir nehmen uns die Zeit und haben einfach eine super Stimmung. Das haben wir uns auch verdient. Und ich freue mich da auch schon besonders drauf, denn das ist quasi ein Livestream ohne jegliche Planung. Ich werde mir auf jeden Fall was einfallen lassen für euch. Und seid gespannt. Das ist das, was ich gemeint habe vorher. Ihr kommt mit euren Liedern schon noch auf eure Kosten, aber mehr verrate ich noch nicht. Ihr werdet das dann sehen. Meine Lieben, vielen, vielen Dank. Ich sehe, ihr habt es auch im Chat geschrieben, ihr habt es euch bedankt. Ich mag es wirklich gerne. Und Leute, wenn ihr auch mal Kritik an mir habt, dann bitte sagt es mir. Ich möchte mich auch noch weiterentwickeln. Wenn ihr Vorschläge habt, was kann ich in Zukunft tun? Wie gesagt, ich habe dann auch Tour Reactions Pause bis 7. Jänner. Bis dorthin kann ich auch noch einiges am Format ändern. Ich kann auch Dinge an mir ändern, sage ich jetzt mal. Und insofern schließen wir das für heute mal. Leute, ich habe euch alle sehr gern. Ist mir jedes Mal eine Ehre mit euch, ob ihr live dabei seid oder nachher dann kommentiert oder reinschreibt. Bei mir ist abotechnisch auch wieder viel weitergegangen. Für meine Verhältnisse habe ich mich auch sehr gefreut. Vielen Dank dafür. Und für heute sage ich gute Nacht. Wir sehen uns wieder. Und zwar wann? Na klar, wenn ich wieder am Weg bin und ihr hoffentlich mit dabei. Chat ist noch ein paar Sekunden offen, aber ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch eine super tolle Woche und wir sehen uns nächsten Sonntag. Also dann, tschüss, baba.